Hallo zusammen. In diesem Video vergleiche ich das Walking Pad R2 und das X21, zwei der beliebtesten und hochwertigsten Modelle aus der Walking Pad-Reihe. Beide Laufbänder haben ihre eigenen Stärken und Schwächen und ich werde dir helfen zu entscheiden, welches besser zu deinen Bedürfnissen passt. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für dich als meinen Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Wenn du dich anschließend noch tiefer mit einem der Modelle beschäftigen willst, findest du die ausführlichen Einzelvideotestberichte in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir mit dem Design und Aufbau. Das Walking Pad R2 und das X21 werden beide komplett montiert geliefert. Das R2 hat eine aufgeklappte Länge von 145,2 cm, ist 72 cm breit und hat eine maximale Höhe von 132 cm. Das X21 ist etwas kompakter mit einer Länge von 142 cm, einer Breite von 71,1 cm und einer Höhe von 100,7 cm. Beide Modelle lassen sich zusammenklappen und sind platzsparend zu verstauen. Das R2 hat eine reduzierte Länge von 16,2 cm im stehenden Zustand, während das X21 im zusammengeklappten Zustand auf 22,5 cm verkürzt wird. Die Lauffläche des R2 ist 120 x 43,9 cm groß und besteht aus 4 Schichten für optimale Stoßdämpfung. Das X21 bietet eine etwas größere Lauffläche von 121 x 46 cm. Beide Modelle sind für ein maximales Körpergewicht von 110 kg ausgelegt. Das R2 wiegt 36 kg, das X21 ist mit 37 kg etwas schwerer. Kommen wir zu den Funktionen. Das Walking Pad R2 ist ein Hybridlaufband mit zwei Modi. Im Walk-Modus ohne Griff erreicht es bis zu 6 km/h und im Run-Modus mit Griff bis zu 12 km/h. Das X21 bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h, aber keinen separaten Walk-Modus, sondern du klappst es auf und kannst dann die jeweilige Geschwindigkeit einstellen. Beide Laufbänder sind mit einem Sicherheitsstecker ausgestattet, der das Gerät bei Bedarf sofort stoppt. Kommen wir zum Auf- und Abbau. Der Auf- und Abbau des R2 erfordert ein wenig Übung und Kraft, insbesondere beim Ausziehen und Fixieren des Griffs. Das X21 hingegen bietet einen einfachen Mechanismus mit einem Sicherheitshebel und lässt sich unkompliziert auf- und zusammenklappen. Beide Modelle können über die KS Fit App gesteuert werden, die nach einem großen Update Ende letzten Jahres sowohl auf Android als auch auf iOS zuverlässig funktioniert. Die App ermöglicht es, Trainingsergebnisse zu verfolgen und an Gesundheits-Apps weiterzuleiten. Das R2 wird zusätzlich mit einer Fernbedienung geliefert, während das X21 über die App oder das Bedienelement am Griff gesteuert wird. Kommen wir zur Lautstärke und Dämpfung. Hier habe ich die beiden Walking Pads bei gleichen Bedingungen mit einem Dezibel-Messgerät auf 1 Meter Entfernung in 2 km/h Geschwindigkeitsstufen bis zum Maximum gemessen. Du siehst, die Lautstärke beider Laufbänder ist moderat, wobei das R2 bei maximaler Geschwindigkeit etwas leiser ist. Ich empfehle eine dicke Gummimatte, um die Geräuschentwicklung zu minimieren, besonders in Mehrfamilienhäusern. Das X21 bietet in meiner Wahrnehmung ein etwas besseres Laufgefühl. Es fühlt sich etwas weicher beim Laufen an als beim R2. Kommen wir zu meinem Fazit. Beide Laufbänder haben ihre Vorzüge. Das Walking Pad R2 punktet mit seinem 2-in-1 Design, das sowohl einen Walk- als auch einen Run-Modus bietet und der zusätzlichen Fernbedienung. Im Walk-Modus nimmt es ohne den Griff weniger Platz unter dem Schreibtisch weg. Das X21 hingegen überzeugt durch seine einfache Handhabung, das größere OLED-Display und das etwas bessere Laufgefühl, wobei gesagt werden muss, dass sich das R2 keineswegs schlecht beim Laufen anfühlt. Mein persönlicher Favorit ist das X21, weil es im Alltag schneller auf- und abgebaut ist. Für freie Läufe ist das Display wirklich schön für deine Trainingsübersicht. Egal für welches Modell du dich entscheidest, beide Laufbänder bieten eine hervorragende Qualität und ein angenehmes Laufgefühl. Dank der Partnerschaft mit Walking Pad kann ich dir für beide Modelle einen 160 € Rabattcode anbieten.
Folge einfach dem richtigen Link in der Videobeschreibung, um den Rabatt automatisch zu aktivieren, sobald du das Walking Pad in den Warenkorb legst. Danke fürs Zusehen. Wenn du Fragen hast oder deine Erfahrungen teilen möchtest, schreib sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Alles Gute.